Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute gucken wir mal, was so läuft. Entweder gibt es irgendwelche News oder aber wir gucken wieder bei Gute Frage vorbei. Schauen wir mal. Los geht's. Super. Da sieht man gar nichts. So, also. Was haben wir denn da? Fußballteams an Bord. 4 Tote, 29 Verletzte. Busunglück in Brasilien. Scheibe. Hoffentlich keine Langzeitschäden. Nach nur einem Jahr, Tom Lüthi schmeißt seinen Job hin. Dummerweise lese ich ab und zu auch Sport, deswegen weiß ich, der ist irgendeinem Motorradzeug dabei. War der immer. Wen interessiert's? Mich. Schmeißt seinen Job hin. Agit Burschti, schmeißt seinen Job hin als Sportdirektor. Okay. Ja. Es gab viele personelle Wechsel im Team, weshalb die Aufgaben neu verteilt wurden. Ich hatte aber andere Vorstellungen. Die neue Konstellation hat für mich nicht mehr gepasst. Das habe ich Florian dann so mitgeteilt. Dabei war eigentlich das Fernziel. Tja, Pech gehabt. Was soll's. Next. Eine mysteriöse Krankheit erschüttert Nordkorea. Pyongyang im totalen Lockdown. Im lokalen Lockdown? Nein. Gut. Bla 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 bla. Also, zu okay, und also haben aufgrund einer sich rasch ausbreitenden Atemwegserkrankung, die laut einer von NK News erhaltenen Regierungsmitteilung nicht identifiziert wurde, die Stadt für mindestens 5 Tage abgeriegelt. Na, könnte das wohl Corona sein? Ach nein, natürlich nicht, das gibt es gar nicht. In der neuen Bekanntmachung heißt es, dass sich die Hauptstadtkrankheiten wie die Erkältung ausbreiten, aber Covid-19 wird nicht erwähnt, schreiben Chad O'Carroll und Ding. Ja, nu, okay, gut. Wow. Geniale Erfindung, scheiß Anzeigen. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie viele verdammte Hörgeräte ihr, also Hörgerätwerbung ihr habt, aber ich kann schon, wenn ich jedes Mal einen Franken bekäme, müsste ich nicht mehr arbeiten für den Rest des Jahres. Priscilla Presley will Testament ihrer Tochter Lisa Marie anfechten. Ach Leute, echt ernsthaft. Der schönste Mann der Welt, na den müssen wir uns natürlich angucken. Hallöchen. Ein schöner Chirurg belegt mit wissenschaftlichen Methoden, dass der britische Schauspieler der attraktivste Mann überhaupt ist. So, so ist das so. Da wollen wir doch mal ein bisschen größer machen, den ein bisschen in Szene setzen. Dann schauen wir mal. Also theoretisch ist es ja so, ja. Schönheit wird wissenschaftlich so bemessen, je gleichmäßiger das Gesicht ist, also wenn die Augen gleich aussehen, die Augenbrauen gleich aussehen und so weiter, je symmetrischer, perfekt ein Gesicht ist, umso schöner, umso als schöner nehmen wir es wahr. Das so viel mal zur Wissenschaft. Und der Rest, Hautfarbe, würde ich sagen, ist Ansichtssache. Ich persönlich mag so eine Hautfarbe. Er Typ ist mir einfach bloß zu typisch. Agibbersti, bist du nicht für Männer? Na, bin ich nicht. So, sie erklären aber bla bla bla. Zum Beispiel umstand ist der britische Schauspieler Regie Jean Page, Duke of Hastings aus der Netflix-Serie Bridgerton. Möglicherweise der nächste James Bond-Darsteller. Also, und jetzt nochmal alle quantifiziert, warum? Also auf Computer. Forehead, also Vorkopf, also Stirn 91% nah an der Perfektion. Eye-Position, okay. Face-Shape, also das ist die Gesichtsform. Müssen wir mal ohne Bart sehen, aber ich denke, ja, der könnte ein typisches männliches Gesicht haben. Wobei, wenn Frauen in der gerade nah am Eisprung sind, hätten sie wohl lieber, dass das hier ein bisschen kantiger ist. Ja, die Lippen, oh, okay. Nase, Ist das die perfekte? 88%, naja. Mit einem fast perfekten Score von 99,8% der idealen Proportionen. Ah, nur die Augenposition. Okay. Boah. Okay, also jetzt wisst ihr alle, wer der schönste Mann der Welt ist, ha? Und wie man das rausfindet. Das streckt hinterm Drohnenangriff. Was sind für ein Drohnenangriff?
Die Deppen können die nicht einmal letztendlich sein lassen. Lädt das heute noch oder warten wir auf übermorgen? Ja, also wenn es so lange lädt, habe ich keinen Bock. Schönheitschirurgisch höchste Elfmeter mit schmerzhaften Folgen. Okay, das ist so bescheuert, das müssen wir mal reinschauen. Was denn los, Mann? Internet funktioniert einwandfrei. Hallo? Jetzt läuft aber überhaupt nichts mehr. Ah, geh doch nicht während der Sendung, ihr Verflixten. Ach, jetzt kommt's. Mann, hat das gedauert. Eine Schönheitskönigin aus Thailand trat bei einer Veranstaltung in den Elf was? In Bangkok zu einem Elfmeter an. Das hatte für die eine Anwesende schmerzhafte Folgen. Ja, das müssen wir uns doch mal reinziehen. Mitten ins Gesicht? Ah, Kamera und BUM ins Auge. Wow. Also, die hat das kommen sehen. Okay. Produktvideos für Firmen jetzt. Ach, schon wieder so ein Scheißanzeige. Community hässig auf Steuertrickser Daniel Vasella. Hat so viel Geld und schießt doch. Ja, die Reichen bescheißen am meisten Leute. Also, jetzt mal ernsthaft. Ist das jetzt eine neue Sache? Also, wenn ihr euch einen Steuerfuzzi leisten könnt, einen Steueranwalt, der sich mit dem Ganzen auskennt, dann würdet ihr das auch benutzen. Ist doch logisch, dass er bescheißt. Der ist bloß zu doof und hat sich erwischen lassen. Aber ja. Ja, es ist aber schon. Es ist jetzt mal kurz politisches Statement. Also, jetzt mal ganz ernsthaft. Das Hauptproblem, warum wir überhaupt so viele Probleme haben, warum die Rechten Zuwachs haben, liegt an unseren Politikern. Weil diese Volldeppen nur noch für wenige da sind, statt für die Mehrheit. Und das bedeutet, die Steuerer kriegen immer wieder Vergünstigungen und alle möglichen. Ja, in Deutschland weniger als in der Schweiz, aber trotzdem. Ja, und weil es den meisten von uns halt nun mal nicht mehr reicht, nicht genug ist, dass wir genug Geld haben, um einmal in die Ferien zu gehen in der Woche mit der ganzen, im Monat, im Jahr, im Monat, in der Woche. Mache ich doch gleich eine Stunde. Sorry. Also, ja, da reicht es für manche, für viele Familien reicht es doch nicht mal für einen zweiwöchigen Urlaub im eigenen Land. Ja? Solange die Politiker dauernd für wenige da sind, nämlich für die Wirtschaft und sonst was, statt zu kapieren, dass sie für die Mehrheit da sein sollten, solange wird das nicht besser. Weil die meisten da Menschen da draußen, die sich nicht für irgendwas groß interessieren, also für Politik, ja, ich erwarte nicht, dass jeder so viel liest wie ich, aber die meisten Menschen, wenn die in die Petrouille geraten, dann wissen die nicht, wo die Schuldigen sind. Sie haben nichts Greifbares an der Hand. Also stört plötzlich der Nachbar, stört plötzlich dunkle Hautfarbe, stört wirklich irgendwas. Das konnte man schon immer beobachten. Ja? Und genau das ist das Problem. Wenn es nämlich einem gut geht, dann interessiert einem überhaupt einen Scheiß, ob der Nachbar ein Mercedes fährt, ob er ein Porsche fährt, ob er ein Trabi fährt oder was weiß ich. Ja? Dann interessiert doch die Hautfarbe nicht. Aber wenn es einem Scheiße geht, dann interessiert alles. Ja? Scheiß Politiker. Wir haben zu viele Narzissten. Wenn wir, jeder Einzelne, der in einem höheren als Gemeinde Politik einen Posten kriegen sollte, sollte auf Narzissmus untersucht werden. Und wenn er Narzisst ist, darf er den Posten gar nicht antreten. Dann wird es uns allen besser gehen. So, politisches Statement. Machen wir weiter. Falls jemand nicht weiß, wer Daniel Vasella ist, der hat früher Novartis geleitet. He? Chef von Novartis. 97% hätten aufgegeben. Djokovic cold brawlt nach Sieg bei Australien. Ja, Djokovic ist der Erfolgreichste, das wissen wir. Liebe Schweizer, Pech gehabt. He? Aber für kurze Zeit hattet ihr die Ziege. Meh. So. Der Typ ist mir trotzdem unsympathisch. Ich mag den Typen nicht, sorry. Harry Styles, Designerhose reißt mitten im Konzert. Ja, da freuen sich die Frauen. Ich habe bloß Angst, wenn ich da reingucke, dass ich danach sein Höschen sehe. Entschuldigung. Ja. Ich habe nichts gegen Leute, die auf andere Männer, die auf andere Männer stehen, aber ich war 3,5 Jahre im katholischen Knabeninstitut. Da wird man entweder schwul oder homophob. Nun, behaarte Männerarsche liegen mir einfach nicht. Bin ich leicht, ganz leicht homophob, ja, aber ich akzeptiere das alles, ja, ist alles Natur, ist alles okay. Aber nicht für mich. Ich muss es ja nicht angucken, ne? Genau. So.
Blick, Lichterglanz statt Chromgefummel. Blick, wieder Werbung. Ja, Wagner-Söldner haben, wir haben gewusst, dass Fleisch ist, bla bla, okay. Gucken wir mal noch, ob eine gute Frage ist. Ja gut, die mittlere, die links deprimiert mich jetzt darauf zu antworten, wird da zu lang. Depressionen hatte ich schon ein Thema gemacht. Fragen im Trend. Insekten als Lebensmittel der Zukunft sinnvoll oder nicht? Ha, gute Frage. Ich sag mal, ja, ist sinnvoll. Warum? Mehlwürmer sind einfach zu züchten, hinterlassen auch kein Methan. Ne? Haben wir tierisches Eiweiß. Es ist natürlich eine Ansichtssache, also beziehungsweise eine ganz schöne Umgewöhnung, plötzlich solche Sachen zu essen, ja, das erstmal in den Mund zu kriegen. Ich hatte aber einmal das Vergnügen, in Honig gebratene Ameisen zu essen. Ich Augen zu, rein, gar nicht schlecht. Gar nicht mal schlecht, aber die Zunge auf die Zunge musste vergessen. Also am besten ist es natürlich, wenn die vorher entbeint werden. Ne? Aber ich wüsste nicht, wie man das machen soll. Also die Beine haben genervt ein bisschen beim so im Mundgefühl. Der Rest ging eigentlich. Oh, kann man machen. Also ich denke, es wird sicherlich mal nicht schlecht sein, das mit hineinzunehmen. In der Schweiz ist übrigens jetzt das erste Lebensmittel zugelassen, und zwar wird das aus Heuschreckenpulver. Bin mal gespannt, was das alles bringt. Ja gut, das war's für heute, nicht wahr? Genau, wieder ist ein Tag vollbracht und wieder wurde nur Mist gemacht und morgen geht es mit dem gleichen Fleiß an die gleiche Blöde. Punkt, Punkt, Punkt. So long.